Hallo und herzlich willkommen wieder mal zu einem zusätzlichen Q&A-Video am Sonntag. Lego hat mir zu May the 4th ihr neues Boba Fett-Helm-Set zugesendet, welches ich leider zu spät bekommen habe, aber deswegen gibt's das Video heute. Ich habe meine Kanalmitglieder sowie auf Instagram um Fragen gebeten und diese werde ich euch jetzt beantworten. Thor Niebel fragt, ob Star Wars Legends nur aus Büchern besteht oder ob es auch Filme oder Serien gibt. Filme gibt es keine, bis auf vielleicht das Holiday Special. Legends besteht aber auch nicht nur aus Büchern. Die 2003er Clone Wars Serie ist zum Beispiel auch Legends und des Weiteren gibt es auch viele Comics oder Spiele. Shikamaru fragt, ob ich auch private Treffen mache. Das mache ich leider vor allem jetzt zur Covid-19 Zeit nicht. Aber ich werde schauen, dass ich in Zukunft auch mehr österreichische Events mitnehme und nicht nur immer bei der Gamescom bin, vor allem da ich ja aus Österreich komme. So, nach gut 15 Minuten bin ich jetzt mal mit der ersten Packung fertig und ja, man sieht so etwas schon einen Ansatz von Boba Fett, vielleicht aufgrund der Delle. Jedenfalls habe ich euch auch auf Instagram gefragt, ob ihr mir vielleicht ein paar Fragen stellen wollt und genau diese werde ich jetzt auch beantworten. Tabaco Taco fragt, wo kann man Star Wars The Old Republic schauen? Star Wars The Old Republic kann man eigentlich nicht wirklich schauen, da es keine Serie und kein Film ist. Star Wars The Old Republic ist eigentlich eine Spielreihe, kann man sagen, welche sich zusammensetzt aus Star Wars Knights of the Old Republic 1, Star Wars Knights of the Old Republic 2 und eben das Star Wars The Old Republic Reihe, das Online-Game, was man sogar gratis spielen kann. Die anderen beiden Games gibt es auf Steam. Zudem gibt es noch eine ganze Buchreihe, wo glaube ich einen Teil auch Drew Karpyshyn geschrieben hat, den Revan-Teil. Drew Karpyshyn, für die es nicht wissen, ist auch der Typ, der die Darth Bane Trilogie geschrieben hat, also sehr zu empfehlende Bücher auf jeden Fall. Itachi092 fragt, wann habe ich das erste Mal Star Wars gesehen? Also ich glaube, ich habe es schon öfter erwähnt, dass ich eigentlich zuerst das Spiel gespielt habe, nämlich genau dieses hier. Ups, sieht man das? Ja. Das Spiel zu Star Wars Episode 1, eine dunkle Bedrohung, das habe ich eben bei meinem Bruder damals zugeschaut und ja, daraus wollte ich dann immer mehr und mehr. Aber das allererste, an was ich mich quasi an Star Wars erinnern kann, war witzigerweise General Grievous und dadurch, dass die Episode 3 2005 rausgekommen ist, vermute ich mal, dass ich 2005 das erste Mal Star Wars gesehen habe und da war ich 7 Jahre alt. Weil ich habe irgendwie so in meinem Kopf noch so General Grievous und wie er auf seiner unsichtbaren Hand so vor sich hin marschiert. Roman oder so fragt, was ich von Prequel-Memes halte. Ja, sind schon awesome, vor allem da irgendwie jede Szene von den Prequels das Potenzial hat, ein Meme zu werden. Norbert Fox möchte wissen, ob ich mal einen Podcast mache. Eigentlich ein interessanter Gedanke, aber im Moment fehlt mir dazu leider einfach die Zeit. Aber im Sommer vielleicht mal. Aero1903 fragt, ob ich mehr Comic-Geschichten machen könnte. Zuerst mal danke für den Lob und ich bin momentan eh immer dabei, spannende Comics in Videoform umzugestalten, wie auch zuletzt bei der Rise of Kylo Ren Reihe, aber im Moment gibt es halt leider keine Comics, die mich besonders ansprechen. Somit ist das zweite Säckchen auch schon verbaut und wir haben quasi jetzt einen Ständer, auf dem der Helm stehen kann und die Hinterseite ist auch schon fertig. Also schon langsam sieht es sogar schon wie ein Boba Fett Helm aus, wenn man das ganze Farbgulasch auf der Vorderseite mal nicht beachtet. Aber jetzt ist auch wieder mal Zeit für ein paar Instagram-Fragen. Und zwar fragen die Jungs von der 212. Video zusammen mit den Jungs von der 212. Das kommt ganz darauf an, wie die Gage ist, ja? Ricardo1011 fragt, was fasziniert dich an Star Wars am meisten? Und da würde ich sagen, Star Wars sind meiner Meinung nach jetzt nicht so die Filme, die so krass sind und alles überbieten, was es sonst gibt auf der ganzen Welt. Nein, nein. Ich finde das was Cooles in Star Wars. Man nimmt irgendeinen Charakter, der 10 Sekunden in einem Film vorkommt und man schaut ihn sich an in Legends zum Beispiel und er hat so eine riesen Background-Story und das geht einfach mit fast so gut wie jedem Charakter. Ich denke mal, der Typ, der Obi-Wan in Episode 2 die Killersticks verkaufen wollte, hat eine eigene Actionfigur, also wie cool ist das eigentlich? Und das, finde ich, hat nur Star Wars so richtig gut rübergebracht, zumindest in so einem Ausmaß. Und das fasziniert mich am meisten an Star Wars. Flolex möchte wissen, wie Rex, Gregor und Wolf gefunden hat, da bei ihnen ja alle der Inhibitor-Chip entfernt wurde.
Auch hier danke für den Lob, aber ich muss leider sagen, dass es dazu weder im Kanon noch in Legends eine offizielle Antwort gibt. Vor allem logisch, dass es in Legends keine Antwort gibt, da Rebels ja nur Kanon ist. Die freundliche Robbe aus der Nachbarschaft fragt, wer eigentlich R2-D2 gebaut hat. Hier gibt es leider wieder weder in Kanon noch in Legends eine Antwort, aber ich vermute mal, dass es irgendeiner der königlichen Ingenieure auf Naboo gewesen sein wird. Oliver Gerr fragt, wie alt bist du? Ich bin vor fast genau einem Monat 22 geworden. Und 11111111x11, ich weiß nicht genau, wie viele 1 das waren, fragt, wie alt ist Boba in Krieg der Sterne 5? Also in Episode 5, muss man etwas denken, Episode 5 spielt 3 Jahre nach der Schlacht von Yavin. Boba wurde 32 vor der Schlacht von Yavin geboren, vermute ich mal. Deswegen würde ich schätzen um die 37 Jahre. Und 1J1A1N19 fragt, warum hast du mit YouTube angefangen? Und ist eigentlich ganz witzig, also ich kann vielleicht mein 100.000 Abonnenten-Special verlinken, da ist so meine ganze YouTube-Geschichte bis dahin so etwas beschrieben. Ich habe mit Minecraft-Videos angefangen, wie glaube ich so viele auch. Dann habe ich da 240 Abonnenten gehabt oder so und habe dann aufgehört, habe dann nach 2 Jahren wieder angefangen oder nach 3 Jahren, wo dann eben Episode 7 rausgekommen ist und ich habe mir gedacht, ich bin zu faul, dass ich diese ganzen Wiki-Einträge lese über Star Wars. Warum gibt es da keine YouTube-Videos? Und dann habe ich mir gedacht, mache ich die YouTube-Videos doch eigentlich selber. Und ja, so hat es angefangen und meine ersten Star Wars-Videos sind immer noch alle genauso auf dem Kanal. Mein erstes Video war das die Legends-Geschichte über Jango Fett. Aber weiter geht's. Schönes Lego ASMR, oder? Nate Saves Alpacus möchte wissen, ob ich Star Wars The Old Republic gespielt habe. Ja, habe ich, bis zu einem gewissen Grad. Also, ich habe mir nie das Abo dafür zugelegt oder so, aber ich habe als Jedi schon bis Coruscant gespielt, oder ich glaube auch bis man dann auf den nächsten Planeten kommt, und auch als Sith, bis man eben von diesen Anfangsplaneten runter ist. Moin! So, nach etwa ziemlich genau einer Stunde Bauzeit sieht unser Helm zumindest von der Seite und von hinten schon ziemlich gut aus. Nur vorne haben wir immer noch weirde Farben. Giftgrün, rosa, rot und gelb. Wenn man sich das Ganze so von außen anschaut, glaubt man gar nicht, dass wirklich so viele blödsinnige Farben im Inneren dieses Helmes verbaut sind. Aber jetzt geht's wieder weiter mit ein paar Instagram-Fragen. Julian Official 1 fragt, bist du mit der letzten Clone Wars Folge zufrieden? Also, ich werde das jetzt sagen, ohne irgendetwas großartig zu spoilern. Die letzte Szene habe ich halt ziemlich cool gefunden, war ein guter Abschluss und zeigt dazu eine gute Überführung für das, was kommt mit Rebels und so weiter und so fort. Und was mich mehr geflasht hat, war so die vorletzte Folge. Oder die vorvorletzte und die vorletzte Folge. So das mit Ahsoka und Maul habe ich ziemlich cool gefunden und die Order 66 war halt sowieso Wahnsinn, diese Szene, die man nur so aus dem Film kennt, wo so zack, 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 Jedi tot, Jedi tot, Jedi tot, Jedi tot. Und dass uns Clone Wars eben auch so zeigt, dass es auch Momente und andere Orte in der Galaxis gegeben hat, wo es nicht so leicht war für die Klone, wo die Klone kämpfen mussten, wo die Jedi noch um ihr Leben gekämpft haben. Und ja, war mal nett zu sehen, so einen anderen Standpunkt von dem Ganzen präsentiert zu bekommen, ja. Colt, der fragt, ist das der Weg? Und ich sag nur, das ist der Weg. Auf geht's zu Päckchen Nummer 5. Oh, da sind sogar nur am wenigsten Teile drinnen. Dabei habe ich mir gedacht, freue ich mich auf das am meisten, weil er noch so leer ausschaut. Und weil ich es da noch sehe, schaut euch mal das an. Ich habe schon geglaubt, dass das ein Aufkleber ist, aber dass es bedruckt ist, finde ich schon sehr, sehr nice. Sean, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, Buschhoff-Berger fragt, warum sich Trench bei der Blockade nicht quergestellt hat. Ich vermute mal, du meinst damit den ersten Arc der neuen Clone Wars Staffel. Warum genau, kann ich dir leider nicht sagen. Aber ich vermute mal, dass es daran liegt, dass sich Trench so siegessicher aufgrund des Algorithmus von Echo war, dass er dachte, er hätte das nicht nötig. So, und damit wären wir nach 1/4 Stunden Bauzeit auch am Ende angelangt. Und ich muss sagen, das sieht immer übelst cool aus, oder? Vor allem, es wirkt doch ziemlich stabil eigentlich, auch diese Sachen da vorne.
Und das kann man umklappen. Also den, also da, da freue ich schon, wenn ich den dann in Wien in meine Wohnung hinten in mein Regal stellen kann zu meinen anderen Star Wars Zeugs. Und ja, bin schon gespannt, wie sich der in meinen Hintergrund von zukünftigen Videos machen wird. Sehr, 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 sehr cool. Das ganze Set hat etwas mehr als 600 Teile. Ich habe da hinten eh die Box, die man glaube ich leider nicht gesehen hat, weil es gespiegelt hat. So. Die Box ist halt riesig. Die Box ist halt, wenn man die Box aufmacht, sind circa bis hierhin Teile und das sind zwei Drittel Luft. Aber die Box schaut cool aus. Der da von der Größe, ja, fast Originalgröße da oben drauf. Und ja, hier steht 625 Teile hat das ganze Set. Ist cool. Eine Viertelstunde Bauzeit. Also halt nichts, mit dem man wirklich spielen kann. Das stellt man sich einfach ins Regal und da ist es dann. Aber ich bin auf jeden Fall überzeugt, 60 Euro kostet das Ganze. Ob einen das wert ist, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Aber ja, ich bedanke mich auf jeden Fall mal fürs Zusehen. Wenn ihr hier links, rechts klickt, dann gibt es noch weitere Lego Star Wars Videos von mir. Und klickt auf der anderen Seite, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und mir auf Instagram folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein. Tschö!